Ja, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. In der letzten Folge haben wir wieder ein paar Elite-Monster kaputt geknüppelt. Oder vielleicht in den letzten zwei Folgen, ich weiß noch nicht, ob ich das hier in ein oder zwei Folge einteilen soll. Wahrscheinlich in zwei, aber wir machen jetzt, was für ein Themenwechsel, noch ein paar Nebenquests. Das heißt, kein Story-Fortschritt heute, nein. Nein, den knüpfe ich mir ganz bestimmt nicht vor, der sieht voll gefährlich aus. Obwohl, wenn ich die beiden besiegen könnte, dann egal. Dann könnte halt was werden. Aber nein, lass mal erstmal. Ich habe mir vorgenommen, hier nicht diese ganzen Sachen, aber hier die ganzen Katzensichtungen und so zu machen. Und ja, ihr könnt mir gerne Gesellschaft leisten, nur ihr könnt auch abhauen, weil viel wird hier nicht passieren, habe ich so das Gefühl. So, Bronzesiegel, Ärger in der Tertallian-Kluft. Das ist eine wichtige Mission angeblich. Nehmen wir mal mit, Katzensichtungen. Warte mal, Erledigung melden. Ich muss noch zu in der Kera Geisterpfad gehen. Diese Schmetterlinge erledigen. Dann muss ich nach Canberra und so eine Katze finden. Dann muss ich zur Xagut-Stromtabi. Habe ich doch nicht gefunden, glaube ich. Da gehen wir zum Labari-Kessel vielleicht, aber auch noch nicht. Hier Ron könnte ich auch hingehen. Okay. Haben wir schon mal ein paar Sachen. So, dann gehen wir erstmal zur Nierkehrer Geistergruppe. Und Sternchen. Ach ja, stimmt. Nierkehrer Geistergruppe. Zack. Ich mein Team sieht folgendermaßen aus, ne? Die sind alle irgendwie kurz davor, eine Verbindung zu bekommen. Deswegen habe ich die mal alle mitgenommen. Jeder mit jedem hier. Bam, sehr schön. Die Alumkugel, die tue ich immer aufs Game hier. Übrigens ausrüsten, wenn man es noch nicht gemerkt hat. Weil ich finde irgendwie, das die ganze Zeit on screen zu machen, das ist ein bisschen blöd. Man kann einfach. Ist jetzt nicht so, als würde man irgendwas Wichtiges hier verpassen, weil die ganze Zeit tut man eigentlich nur hier Sachen lernen. Und ja, irgendwann lernt man sowieso alles. Das ist irgendwie voll die blöde Ausrede, egal. Es ist nicht so schwer, deswegen. Okay. Hey, I didn't say I minded. I just want to know what's in it for you. Actually, forget I said anything. Here, just take this. Okay, sehr schön. Das Schicksalsduo. Geisterkraft, Kämpfer von Destiny. Stimmt, wir haben ja noch einige Dinger bekommen letztens. Geisteskraft. Psyche 3, okay. Ich habe nicht von Elise bekommen, sie hat doch immer die höchste Psyche gehabt früher. Ja, Blitzabwehr, Serienzauber. Nimm du das mal. 15%, warum nicht? Und hier, die Dinger, die Geist stärken und Leben erhöhen, genau. Habe ich irgendwie noch nie mitbekommen, dass irgendjemand hier dadurch mehr KP bekommen hat. Habe ich den Auftrag jetzt eben erledigt überhaupt? Besiege Schmetterling mal 1. So, ja, eine Heiligkuppel, ne? Geisterfahrt. Boah. Oh. Ja. Jedenfalls. Wenn man die ganze Zeit Elementerz einsammelt, dann lernt man sowieso irgendwann die ganzen Dinger. Also ob ich das jetzt zeige oder nicht. Ich will die ganze Zeit so rumwechseln wie ein Blöder hier. Damit ich so neue Sachen lerne, anstatt hier die ganze Zeit sowas hier. Was kann ich nämlich offscreen machen? Damit ich hier viel zeigen kann im Part. Deswegen tue ich das die ganze Zeit immer irgendwie auswechseln, wenn ihr nicht hinguckt. Und ja, ist ja nicht schlimm, oder? Wieso schon wieder an den Teil? Ja. Werte jetzt noch nicht. Die beiden glaube ich noch nicht, ne? Weiß nicht. Keine Ahnung, irgendwie wird schon was. Das Schwert mit ein bisschen Judo-Kämpfer. Kung Fu, da weiß ich. Ne, Judo. Könige von Legendia. Sehr schön. Ja, die haben alle
Wenn man 15 Minuten erreicht, dann bekommt man den Titel. So, Elise und Rowan. Elise, Rowan und Gaius könnte ich dann mitnehmen. Nächstes Mal. Ach, ich hab doch schon. Ich Idiot. Rennt! Wir machen uns fertig. Ach, ich hab kein Rennen nicht. Ach, ich hab Elise gar nicht. Ah, wir haben euch schon voll fertig gemacht, aber wir hauen jetzt auf. So. Dann gehen wir direkt hier nach Kembala und geben das ab. Weil da müssen wir ja die Katze finden. Die werden wir finden. Hoffe ich. Ja genau, Items soll ich vielleicht wieder neu aufstocken. Wäre vielleicht nicht schlecht. So. Geld weg. Was für ein Band brauchte ich eigentlich noch mal, um hier Wasserband herzustellen? Ein schickes Band? Ich sorge eigentlich immer dafür, dass ich von jedem Ding immer ein Exemplar habe. Bräuchte ich noch mal ein hübsches Band? Habe ich ein hübsches Band? Es hat niemand ein hübsches Band ausgerüstet, oder? Ich habe ein Wasserband, was? Dann gebe ich das lieber ab, hallo? So, erstmal hier. Elise, Rowan. Und wer war das noch? Gaius, mein Gott. So. Weiß ich nicht. Hier, da. Können wir auch direkt hier das Wasserband abgeben. So, Teil 5 erledigt. Dafür kriegen wir rosa Wangen. Jawohl. Ich am liebsten direkt Elise geben. So, wo ist jetzt das Wasserband, was ich hier abgeben konnte? Hier, dafür kriegen wir versiegeltes Eternia. Sehr schön. Harpienschneide. Mal gucken. Ja, diese ganzen Monstertypen hier, die mache ich alle auf Screen. So, ein Kembala, ne? Ja. Fällt mir gerade ein. Katzenkrieger. Katzennadel, wow. Ach, deswegen konnte ich noch nicht finden. Ich hatte noch nicht Muse im Team, ne? Deswegen konnte ich das jetzt erst finden, ne? Nehme ich jetzt mal an. Na, komm hier. Egal, lass mal. So, dann zeig mal. Muss eigentlich stärker sein, oder? Sie kann ich ja auch mitnehmen, wenn ich die Titel ja für die anderen habe. Falls ich irgendwie nochmal nach draußen gehe und irgendwie was mache. Ich glaube, da war ich schon weiter, ne? Okay, warte mal. Wie ich die ganze Zeit Menüarbeit hier mache. Versiegelte Eternia. Ist das nicht auch das Messer von Sharia? Okay, neues Katana, das ist nochmal nicht schlecht. Elementfrei. Wenig AZ, aber AZ Watt. Sehe ich aber irgendwie nicht so eng in Celia. Als computergesteuerten Charakter ist das sowieso unwichtig, habe ich so das Gefühl. Weil die hauen so oder so rein. Da, wo könnte die Katze sein? Boah, ein Hund. Ein Hund. Das hätte ich noch nie im Leben einen Hund gesehen. So, fangen. Claire. Wieso finde ich eigentlich immer erst die Katze, die ich nicht finden soll? Was hier denn? Insektenflügel, geil. Ernsthaft, ich finde immer irgendeine Katze, aber das ist dann immer erst die falsche. Ich meine, ist auch nicht schlecht, weil dann habe ich schon mal die, die ich auch irgendwann suchen müsste, gefunden, aber trotzdem. Wisst schon, was ich meine. Die sind wahrscheinlich jetzt auf Gaius Thron, ne? Also die Katze. Ja, wollte schon sagen, wenn ich dann durch kann. Hallöchen, wer bist du denn? Korgan. Auch ne, auch nicht die richtige. Nicht schlecht. Also die Katzen. Was zum Teufel? Wie ihr seht. Weißt du, ich glaube, dass Hilos sich sehr gut in andere einfühlen. Das hat man auch, glaube ich, schon. Macht die sich hier. Ja, Gaius ist bestimmt da drin, wenn er jetzt da drin ist und auf dem Thron sitzt, ne? Ja, richtig geil.
Ja, natürlich in der nächsten Aufnahmesession hier die Charaktergeschichten machen. Ja, der sitzt einfach da vorne. Also steht da vorne, ja. Sitzen und stehen. Gaius kann auch im Stehen sitzen. Mein Gott. So, wie du hockst jetzt auf dem Thron. Was ist das denn? Also, doch nicht. So, wo ist die Katze? Wo ist die Kack-Katze? Kann doch nicht sein, Mann. Ah. Oh. Wie heißt denn die überhaupt? Kann ich einen Namen mal rufen? Rocky. Breezy. Was? Am Dach? Also stehen sogar Informationen, warum sehe ich denn das nicht? Höhlengoblin mal 5, da können wir auch noch machen, weil irgendwie ist das nicht so eine normale 0815 Quest. Boah, wie ist das nochmal? Xagutwälder? Xylenwälder, dieser Tempel, wo ist er? Hallo? Irgendwo auf dem Dach wahrscheinlich. Da kann ich auch noch mal abgucken, ja, Dach. Was? Nein, da lang, oder? Ja, nee. Da. What an effective idea. Leave it to the privilege. Ja, willst du eigentlich doch sagen, ja, stimmt, wir haben uns auch noch nicht angeguckt. Ist immer so verwirrend. Wenn man erst in der Splitterdimension das ganze Gebiet hier erkundet hat und dann in der echten Welt nochmal da rumläuft. Woodrow. Sehr schön. Mit den Katzen läuft auf jeden Fall. Jetzt gehen wir nochmal die ganzen Räume ab, auch wenn da vielleicht nichts ist. Aber man muss ja gucken. Naja, verbirgt sich da irgendwie die ultimative Waffe. Ich habe sie nicht gefunden. Und dann rege ich mich auf. So. Hier könnten wir uns ausruhen, sind wir aber schon. Ja, ich nehme an, hier ist nichts in den Räumen, aber ich muss nachgucken. Und irgendjemand will es so. Also irgendjemand bin ich. Was? Was? Gaius Klos. Warum? Warum machen die Kekse oder was auch immer das ist in Form von Gaius Gesicht? Egal. Weil es nun mal so ist. Mhm. So. Oh, Elementerz. Boah, geil. Boah, geil. 9 Stück. An der Zahl. Boah, da sind auch noch welche. Boah, ich krieg die Krise. Ich lerne nichts. Was? Nein, war auch im Boden, glaube ich. Da ist bestimmt auch noch was. Hm. Hallo? Oh, okay. Wir schmeißen Apfelgummi in den Brunnen rein. Was soll das denn? Da kann man doch noch essen. Sagt er und griff auf ein fremdes Tablett. So, lass mich raten, du bist da, ne? Ich gehe da ganz bestimmt nicht runter, wenn du da nicht bist. Ich bin zu fein für runterzuspringen. Boah, ich glaube, ich habe irgendwie komisch gesessen in den letzten Stunden hier. 35 Minuten, was? Ich will schon länger mal aufnehmen. Ich habe nicht zwischendurch geladen oder irgendwie sowas, glaube ich. Irgendwie nicht, oder? Nee, irgendwie nicht. Was zum Teufel? Ah nee, ich bin einmal Game Over gegangen. Letztens hier gegen das Viech. Riesen. Blautiger. Ja, da muss er da jetzt aber sein, ne? Wo hat denn diese Person hier ihr Dach irgendwie sauber gemacht? So. Wenn ich aber nicht da unten ist, dann
Das ist voll Verschwendung. Wie ist, glaube ich, nicht da unten, ne? Ob das jetzt nicht ein Fehler war? Kann ja gar nicht hier sein, Mann. Die Person hat irgendwie ihr Dach geschüttelt und dann. Ich guck nochmal nach. Womit Zirk Schnee von seinem Dach räumte, sagte er, hätte ihn gesehen. In sein Dach räumte. Muss jetzt ja irgendwo da sein. Was? Nee, okay. Nochmal dahin. Dingens hier, Tempel. Warum kann man nicht Eingang zu den Dächern hier einfach gehen? Warum kann ich einfach dahin gehen? Unnötig. Unbelievable. So. Ich habe dich ganz eindeutig verpasst. Wo zum Teufel bist du? Du hättest doch irgendwo da unten bist, ne? Wo ist er, Kackviech? Kackviech. Maha. Ist er nicht. Warte mal. Wohnbezirk Hauptplatz? Hauptstraße. Was? Und muss ich ja hier irgendwo sein? Zum Teufel? Ach wohl, da kommt man auch zum Wohnbezirk nochmal rüber. Also hier kann es nicht sein, er muss da sein. Aber hier ist der Wohnbezirk. Wo ist das Viech? Muss da hier irgendwo sein? Vielleicht hier irgendwo. Hallo? Was er denn irgendwo da unten ist, ne? Kann ich vorstellen, dass das so geheim versteckt ist. Das wäre doch lächerlich. Hey, wo bist du? Komm her. Bevor ich die Geduld verliere und dich aus Versehen, da bist du ja. Ich bringe den Gedanken mal nicht zu Ende. So, Auftrag kann als gemeldet angezeigt werden, angegeben werden, was weiß ich. So, ich möchte mal zum Seehafen und dann irgendwie nach Le Ronde gehen. Da können wir auch mal gucken, was da los ist. Vielleicht gibt es da neue Klamotten und so. Jetzt mal abgeben hier. Zack. Meine Ronde, da müssen wir auch noch das Viech finden. Ich brauche schon wieder Protzmarke. Ein, zwei Kämpfe sollte ich auch noch mal machen. Den Titel. Ja. Ja. Ron zu werfen. Ach ja, da ist ja gar kein Feld dazwischen. Da kommt man ja direkt zur Stadt, wenn ich mich irre. Ja, scheinbar mal Gebiet frei. Oh, sehr schön. Oh, die Nostalgie. Die Heimat des Paars. Huh. So this is Jude's hometown. Doesn't seem too shabby. It's my hometown too. My family runs the local inn. My dad's cooking is world famous. Sicher kocht er mit viel Liebe. Jude ist auch kein allzu schlechter Koch. Ja, muss er verstehen, ist er auch Koch, ne? Love, you season your food with abstract emotions? I prefer to focus on flavor myself. Hey, I'll have you know that love is essential when cooking. Although,
That love hasn't always come across to the eater. My, my, sounds like Leia is suffering from a heavy heart. What's your diagnosis, Jude? What? Me? I'm not sure I understand, but if there's something troubling you, Leia, feel free to talk to me about it. Yeah, thanks. He really doesn't understand. What does any of this have to do with cooking? Er ist ein männlicher Anime-Hauptcharakter. Die verstehen nur sehr langsam. Oder gar nicht. Oh, meine Katze. Bleh. Oh, perfekt. Oh, wir können jetzt noch... nochmal hier. Ich möchte in diesem Part hier noch schaffen. Wo ich nicht so das Gefühl habe, dass das klappen wird. Wenn ich dann warte, ich einfach und lade nochmal und nehme dann auf. Das mache ich echt. So. Geld ausgeben oder Geld sparen? Geld ausgeben. Rundschwetter, leck mich fett. Nein, ich direkt 3 für ihn. Für sie. Ja, direkt schon wieder die anderen Waffen hier weg. Weil das sind alles neutrale Sachen. Kostbarer Stab. Takezo. Hey. Okay. Windblumennadel. Supasch. Supasch. So. Oh, so plus. Was muss ich hier? Fluss. Und Sog. Ah, nehmen wir das hier. Bams. Okay, muss ich Musik wieder ausrüsten. Was haben wir hier alles? Muss ich sowieso nicht. Mächtiger Schutz. Er ist mächtig. He's powerful. Okay. Silfenflügel. Ne, warte mal. Harpchen-Dingens. Haben wir Harpchen-Dingens jetzt? Nö. Edles Holz. Oder irgendwie so ein Harpchenstecher oder irgendwie so was. Aber der kann schon 2 Dinger hier. Mein Gott. Seine Waffen sind ja gar nicht auf dem neuesten Stand. Das ist eine Charakterquest für Jude, glaube ich, ne? In den Football-Klamotten. Aber er ist noch nicht gedacht, dass ich schon so früh die ganzen Charakter-Dinger so weit mache, oder? Hund! Oh, ein Hund! I wish there was some way to harness that incredible memory of yours for good. So, hier so Leias Haus, sag ich mal. Boah, prüfen Fischeintopf, geil. Boah, geil. Boah, 80%, was? Ich weiß, was ich offscreen hier verdauen werde. Ja, verdauen. Ich tue erst verdauen und dann tue ich es essen. Oh, eine Katze. Ja, ich will die Katze. Rocky. I'm the best for now. War doch Rocky, oder? Irgend so ein Film. Mit diesem einen Typen, der da vorkommt. So. Was? Was? Backhähnchen. Man kann nicht einfach so komische Sachen immer mitnehmen. Ja, Laurent haben wir auch noch erkundet. Machen wir mal so 1-2 Kämpfe, damit ich auch ein paar Titel noch aus dem Weg räumen kann. Und dann weiß ich nicht. Dann können wir den Part beenden und dann mache ich auf Screen wieder Trainingseinheiten. Boah, war das so geil ist. Du kannst indirekt das Spiel auch noch weiter zocken, ja. So, sollen wir noch zu Jude nach Hause gehen? Kann man machen, ne? Ne, Kamera. Arbeite mit mir. Hi. Du bist doch Jules Mutter, ne? Na. Der Vater. Ja. Ich bin kein Patient. Ich bin ein Basketballspieler. Das ist mein Schicksal.
So, Schriftrolle von Travis, der Zyklus der Geister. Die Geister sollen den Himmel und die Erde streifen und aus ihren Reisen Wälder und Meere gebären. Die Menschen sollen die Geister respektieren und die Geister den Menschen dienen. Beide sollen eins sein, ihre Seelen für immer verbunden. Vergegenwärtigt euch stets den endlosen Kreislauf der Menschen und Geister. Vergesst nicht, dass ihr voneinander abhängig seid. Ich glaube, das exakte Buch war auch im ersten Teil schon da. Warum liegt das immer noch da an der gleichen Stelle? Herzkraut. Hey! Aber wie bekloppt nach gesucht im ersten Teil. Ja, um Milas verwundete Beine hier zu regenerieren. Damals. Spoiler übrigens. Ja. Damit Mila hat. Mila hat ja als einziges noch keine Spezial. Und ich habe mir das Intro ja auch schon ein paar Mal angeguckt. Und wir machen jetzt nur ein paar Kämpfe, damit ich die Titel einnehmen kann. Ja, für verbundene Dinge und so was. Für riesige Viecher laufen in mir rum. Und ja. Irgendwie die Mila, die wir jetzt dabei haben, so wie sie hier als aussieht, kommt auch im Intro natürlich vor. Und weiß ich nicht. Ich glaube, es gibt zwei verschiedene Milas. Also die Mila ist ja die aus dem Dingens, hier aus dem, mein Gott, der Splitterdimension. Ich habe so das Gefühl, die Mila, die wir kennen aus dem ersten Teil, die kommt auch irgendwann vor. Man sieht irgendwie einmal Mila in roten und einmal in blauen Klamotten im Intro. So, sehr schön. Und deswegen glaube ich, irgendwann, keine Ahnung, ersetzt die blaue Mila irgendwie die rote Mila oder so. Was auch immer da passiert, weil es wird auch erklären, warum sie keine Mystic Art schon einsetzen kann, weil irgendwie storymäßig das noch nicht so vorgesehen ist. Ludger und Elise waren erst 13 Minuten verbunden, das kann gar nicht sein. So, jetzt haben wir die auch noch alle hier geschafft. Würde ich sagen, ich habe wieder Platz geschaffen für meine Trainingseinheiten auf Screen. Wo ich wieder die ganzen die Dinger hier lernen kann. Diese Plus-Dinger, also nichts lernen kann. Und ja. Ja komm, ich mache die ganze Zeit schon 30 Minuten Videos. Da können wir, obwohl nein, diesmal nicht so lange. Deswegen würde ich sagen, ich speichere jetzt hier und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Xillia 2. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Tschüss.